Orte der Inspiration. Wo und unter welchen Umständen erhält man die besten Einfälle und Ideen für sein Business? Gerade als Interim-Manager ist es mein Geschäftsmodell, immer wieder vor neuen Situationen und Herausforderungen zu stehen und diese in kürzester Zeit zu einer Lösung zu bringen, um den ROI für meine Kunden zu gewährleisten. Die Erfahrung aus 40 Jahren Vertrieb hilft da sehr, aber selten sind die Themen mit Methoden von der Stange zu lösen. Innovation und Inspiration sind der Schlüssel zum Erfolg in der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt. Aber wo finden wir Inspiration für diese ersehnten, bahnbrechenden Ideen? Tatsächlich kann sie uns überall und in den verschiedensten Situationen begegnen, aber wir können diese Situationen auch fördern, wie ich es seit Jahren praktiziere. Und vielleicht helfen meine Erfahrungen auch dir. Hier meine Anregungen. Mutter Natur ist eine unendliche Quelle von Inspiration. Ein ruhiger Spaziergang im Wald, die Beobachtung des Wellengangs am Meer oder das Innehalten inmitten der Hektik einer Großstadt, um den Sonnenuntergang zu bewundern, können erstaunliche Erkenntnisse und frische Perspektiven bieten. Meine präferierte Version ist die völlige Stille in der Wildnis. Einige Tage ohne Internet, ohne Nachrichten, ohne Telefon und ohne weitere Menschen. Es dauert 1 bis 2 Tage, manchmal 3, und dann kommen die Einfälle durch die Entspanntheit. Studien haben gezeigt, dass der Kontakt mit der Natur das Wohlbefinden verbessern und kreative Problemlösungsfähigkeiten fördern kann. Eine Studie aus dem Jahr 2012, die im Journal PLOS ONE, Creativity in the Wild, Improving Creative Reasoning Through Immersion in Natural Settings, veröffentlicht wurde, fand heraus, dass eine 4- bis 6-tägige Wanderung in der Natur die kreativen Problemlösungsfähigkeiten um etwa 50% steigern konnte. Ein Tapetenwechsel kann die Kreativität fördern. Sie haben die Möglichkeit, neue Kulturen, Arbeitsweisen und Perspektiven kennenzulernen, die ihre Denkweise bereichern und zu neuen Ideen.